Sachsen, in der EU und auf der Welt. Ich werde nie erwachsen, doch für die Frauen bin ich ein Held. Frau Oda, ja. Soll ich Ihnen mal was sagen? Bitte. Ich hatte doch jetzt Silberhochzeit. Ja. 25 Jahre verheiratet. Nee. Ist das nicht schön? Ja, ja, das ist nicht schön. Der Mann mit dem Panama-Hut, 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 ja, der kennt die Mädchen sehr gut und weiß sie zu verrücken. Das gibt's da Typen, du. Mein Freund Egon ist auch so eine Granate, du. Sag doch, Gündi, was denkst denn du, was mir jetzt passiert ist? Hat mich doch meine neue Sekretärin zu meinem 25-jährigen Betriebsjubiläum zu sich nach Hause auf den Cognac eingeladen. Ich bin mit. Wir rein in das Haus. Sagt sie, hier ist der Cognac. Und hier ist das Bad, da können Sie sich ein bisschen frisch machen. Ich gehe schon immer ins Schlafzimmer. Da sagt er, du, da habe ich den Cognac getrunken, bin ins Bad, habe mich frisch gemacht. Und bin ins Schlafzimmer hinterher. Ich komm dort rein, steht die ganze Belegschaft unserer Firma. Unser Geschäftsführer, unser Prokurist, unser Hauptaktionär, meine Frau, meine Sekretärin. Das war mir peinlich. Ich sag, wieso war denn das peinlich? Das war doch eine schöne Überraschung. Sagt er, ja, ich war der Einzige, der nackt war. Sagen alle Leute, alle sagen das. Doch ich denk in diesem Fall, glaubt wohl keiner recht daran. Die Gesetze ziehen sich an. Jetzt hatte ich Dienst mit meinem Kollegen und denn seine Frau war in freudigen Erwartungen. Und das sollten Zwillinge werden. Der will unbedingt bei der Geburt dabei sein. Jetzt rufen die an, wo wir Dienst haben. Es ist soweit, der soll sofort kommen. Es geht los. Sagt er, um Gottes Willen, ich muss nach Hause, mich umziehen. Ich kann in der Uniform vor die Kinder treten. Da sag ich, der muss sofort kommen. Es ist so spät, da sind wir mit dabei. Ich sag, pfeif doch jetzt auf die Uniform. Seht, dass du in die Klinik kommst. Der los in der Uniform, rein in die Klinik, rein in den Kreissaal. Da ging's schon los. Das Erste steckt den Kopf raus und guckt. Und macht wieder rein. Und sagt zum Zweiten im Baum, wir müssen hinten raus, vorne stehen, die Bullen.